So, wir chillen jetzt hier ab. Mein Homie Christian ist am Start. Mal wieder. Frisch aus Holland. Sieht noch ein bisschen verstrahlt aus. Das täuscht. Christian dreht jetzt einen Kinofilm und hat mir gerade gesagt, dass dort noch eine kleine Kinorolle vergeben wird an einen Zuschauer da draußen. Also geht gerne rüber zu Christian und schreibt ihn an, wenn ihr da mitmachen wollt. Folgt ihm und supportet ihn. Vielleicht spielt Marcel ja auch mit, wer weiß. Das weiß man noch nicht ganz genau. Ich bin gespannt. Ist natürlich immer, Kino ist immer ein kritisches Thema, aber ich drücke dir da die Daumen, Digga, dass das alles so klappt. Kino. Also mein Buch, das erkläre ich euch gleich auf meiner Insta-Seite, geht es halt um mein Leben, der Zuckermann vom Junkie zum Millionär. Ich war 13 Jahre drauf, habe jetzt eine Immobilienfirma am Starnberger See, Nicky Livings. Und eine Rolle kann an einen von euch gehen. Also folgen, drei Leute unter dem Bild mit Marcel markieren. Markieren. Los geht's. Easy. So, ich schlinge. Ich fahre jetzt noch ein bisschen ins Café, entspannen. Hören wir noch eine Folge 3 Fragezeichen auf dem Weg an. Momentan höre ich sehr viel Fragezeichen. Ja, und lass den Abend einfach ausklingen. Später hole ich noch Kylo ab. Auf entspannt. Morgen gehe ich zu Oma was essen. Also, ich wünsche euch ein stabiles Wochenende. Lasst ihn baumeln. Wir hören uns später. So. Kyle und ich gehen noch eine schöne Runde spazieren. Und dann werde ich mich vielleicht noch mal kurz am PC setzen. Morgen 10 Uhr kommt wieder ein neues Video auf meinem Kanal Spontana Black. Jetzt, wo ich keinen Twitch streamen kann, mache ich natürlich ein bisschen mehr Videos. Was auch mal gut tut, muss ich sagen. Vorher habe ich ja eigentlich nur Highlights aus meinem Stream auf YouTube hochgeladen, was auch immer gut funktioniert hat, super angekommen ist. Aber keine Streams heißt auch keine Videos, die ich hochladen könnte aus dem Stream. Dementsprechend nehme ich ein paar jetzt auf für euch. Ja, und dann werde ich vielleicht noch am PC dann noch eine Kleinigkeit essen und dann werde ich mir noch eine Serie reinziehen und dann langsam pennen. Kylo, man sieht dich nicht, weil du so schwarz bist. So schwarz. So ein Feinchen. Ja, moin. Man sieht nur die Istanbul-Rolex glitzern. Beste Leben. So, komm mal her hier. Hier sieht man dich doch ein bisschen, Kylo, oder? Sieht man dich hier ein bisschen? Wahrscheinlich sieht man dich hier, Digga. Man sieht ganz minimal deine Augen. Ganz bisschen sieht man. Komm weiter. Komm, vielleicht hier? Digga, also manchmal finde ich meinen Hund wirklich auch nicht. So, hier muss man ihn jetzt aber sehen. Aha, da ist ja der Ehrenbruder Kaidochen, hä? Da ist ja der Ehrenbruder Kaidochen, mein Schatzi, hä? Ja. Komm. Ah, du willst unbedingt noch ein Leckerli? So, warte. So gehen. Fein. So, komm weiter. Also, ich gucke mir gerade dieses Video hier an. Und diese junge Dame hier wurde von jemandem überfahren, der total betrunken war mit 3 Promille. Und das erste Urteil des deutschen Rechtssystems, 5.000 Euro Bußgeld dafür, dass er dieses Mädchen getötet hat im Vollrausch. Weil er ja mit 3 Promille nicht mehr Herr seiner Lage war und unzurechnungsfähig ist. Digga, das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Er beendet ein Menschenleben und das Leben der Angehörigen und kriegt dafür 5.000 Euro Bußgeld. Das ist der Papa und die Schwester von der Theresa, die gestorben ist, die in Berufung jetzt gegangen sind. Und ich hoffe ganz stark,
dass diese Person, die das zu verantworten hat, Vollrausch hin oder her, für lange Zeit in den Knast geht. Und dass diese beiden Personen zumindest in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Seelenfrieden bekommen und in einer gewissen Art und Weise irgendwie mal Gerechtigkeit vom deutschen System bekommen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was da in dem Video erzählt wird, also, da wird mir ganz schlecht, Digga. Da wird mir ganz schlecht. Guckt euch das mal an, das Video auf Stern TV. Ist heute hochgeladen worden. Da fällst du echt vom Glauben ab, Digga. Da fällst du echt vom Glauben ab. Ein kleiner Fun Fact am Rande. Ich habe vor kurzem in meinem Stream auf ein Drohnenvideo von Malta reagiert. Drohnenaufnahmen von Malta. Das habe ich mir im Stream angeguckt und die Crew hat das als Reaktion hochgeladen. Der das gefilmt hat, dem hat es nicht gefallen. Er hat mich verklagt. Und am Ende muss ich jetzt 6.000 Euro Bußgeld bezahlen, Strafe bezahlen, dass ich sein Video bei mir im Stream, bla bla. 6.000 Euro Strafe für ein Drohnenvideo von Malta. Von jemandem aus Deutschland. 6.000 Euro. Die beiden, er hat seine Tochter verloren, sie hat ihre Schwester verloren. Und der Täter bekommt 5.000 Euro Bußgeld. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Soll das Gerechtigkeit sein? Was ist das denn, Digga? Also ich reg mich da gerade so drüber auf. Also stellt euch nochmal ganz kurz vor. Und was niemals passieren sollte, das wäre eure Tochter, eure Schwester. Und jemand setzt sich mit 3 Promille ans Steuer. Er setzt sich mit 3 Promille an Steuer und fährt Auto und fährt eine Person tot. Und in dem Fall ist es die Theresa. Und die Strafe vom Vaterstaat ist, weil er ja unzurechnungsfähig ist, weil er 3 Promille hat, 5.000 Euro Bußgeld, Digga. Weil er ja für sein Handeln nicht mehr verantwortlich ist, weil er 3 Promille hatte. Also im Grunde, ja, sauft euch alle zu, 3 Promille, und dann könnt ihr Banken überfallen, Morde begehen, und dann kriegt ihr nur ein Bußgeld, Digga. Weil ihr seid ja unzurechnungsfähig. Perfekt, Digga. Sehr gut.